Und dann Moinsen zum Stadionvlog gegen SV Werder Bremen. Es ist klar, was hier passieren muss. Sie müssen heute gewinnen. Sie Bochum gestern Hoffenheim geklatscht, was ich auch erwartet hatte, aber auch für Bochum getippt. Da unten ist es verdammt eng. Hertha zum Glück verloren. Bremen könnten auch ein bisschen mit runterreißen in Abstiegskampf, auch wenn es immer noch dann nur 5 Punkte werden, glaube ich, wenn wir heute gewinnen. 18 ist aktuell, die uns trennen. Wetter sieht eher nach Krampf aus als irgendwie alles andere. Regen und so. 3 Grad angesagt, könnte eine Schlacht werden, könnte ein Abstiegskampfschlacht werden, die wir gewinnen müssen. Ausverkauftes Haus, hoffentlich trotzdem geile Stimmung. Ich hab Bock, wir gehen rein. Mittelfeld noch ist. Schieber, 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 Schieber! Forza, Forza!
VfB! Forza, Forza, Forza VfB! So geht das, kannst du halt auch nicht angehen, ne? Jetzt ist so, schön, wir singen Scheiße. Ecke, auf geht's, komm! Auf geht's, Jungs! Halbe Krankenphase, auf geht's! Schieß ein Tor! Schieß ein Tor! Auf geht's, Stuttgart, schieß ein Tor! Schieß ein Tor! Schieß ein Tor! Schärfer als jede andere über 70 Minuten, Junge. Sonntagsschuss Nummer 2 ist ja logisch. Ist ja fucking logisch. Oh, jetzt haben wir solche Gesänge schon. Da sind wir, VfB Stuttgart, VfB Stuttgart, VfB Stuttgart, da sind wir. VfB Stuttgart, da sind wir. Ja, ganz klare Anti-Gesänge. VfB Stuttgart, VfB Stuttgart, da sind wir. Gesoffen, Alter. Ja, zu gesoffen. Pfeif ab, komm. Pfeif ab, ja. Diese zweite Halbzeit war eine Frechheit. Frechheit. Sosa haut ab. Ja, wir haben es wieder hinbekommen, ne? Wir haben es wieder hinbekommen, der erste Heimniederlage gegen Bremen seit 10 Jahren oder sowas und die hochverdient. Verdient heute. Die Kulisse war geil. Kulisse war geil, wirklich ausverkaufte Hütte, also so weit ausverkauft, wie es halt geht, ne? Bremer Block ausverkauft, geile Stimmung gemacht und so. Über das gesamte Spiel hat man schon so ein bisschen gemerkt, ganz geil war die Stimmung auch nicht, also in Teilen geil, in Teilen wieder relativ ruhig, weil eben da auch nicht wirklich ein Funken da war, der übergesprungen ist bei dem Spiel. Erste Halbzeit war ja noch okay so, war in Ordnung, aber diese zweite Halbzeit war eine komplette Katastrophe. Komplette Frechheit, diese zweite Halbzeit, wirklich absolut nichts nach vorne entwickelt bekommen, gar nichts. Klar, Bremen, da läuft es halt auch gerade. Ne? Merkst du halt, das ist ein Team, da läuft es über die Saison gesehen, da fallen dann so 2 Tore. Der erste rutscht ihm schon so vom Schlappen, rutscht in Knick, unfassbar. Das zweite Ding von Duxch dann noch mehr Sonntagsschuss als das erste. Und dann gewinnst du halt verdient. So, weil wir nach vorne einfach nichts geschissen bekommen haben, komplett uninspiriert nach vorne. Klar, auch irgendwie ein bisschen Problem, dass halt Gerassi raus war, direkt nach 20, 25 Minuten, weiß gar nicht genau aus dem Kopf. Ich hoffe natürlich, dass der nicht mehr länger ausfällt, ist mir die Lebensversicherung weg, dann ja, gute Nacht. Sosa war schön, dass er wieder spielen konnte. Was nicht schön war, war nach dem Abpfiff. Der ist nach dem Abpfiff sofort umgedreht und rechts am Spielfeldrand an Bänken quasi vorbei, geradeaus in Richtung Ausgang Richtung Katakomben, wie auch immer, ist nicht mit zu den Fans, wirklich Abpfiff, rausgelaufen und geradeaus weg. Also ich weiß nicht, was das soll. Ich hoffe, das hat irgendwie vielleicht spricht das dann aber die hoffentlich auch mal an, dann intern oder disziplinarisch spricht das an, was das ist. Also das geht nicht. Und ja, das kam auch das erste Mal richtig Rückwind von den Fans. Richtig Gegenwind von den Fans diesmal.
mit hier irgendwann schon vor Abpfiff, VfB Stuttgart, da sind wir, ne? Auch hier aufwachen am Ende, also die Stimmung ist ein bisschen gekippt, sag ich mal. Die Stimmung war davor auch gegen Mainz ja schon zu Hause nicht so geil, auch da nicht der Funken wirklich übergesprungen, aber hat ja so ein bisschen Hoffnung, das Spiel in Leipzig hat ein bisschen Hoffnung gemacht, auch wenn man verloren hat. Ich sag, in Hoffenheim hättest du echt gewinnen können oder müssen eigentlich mit dem Last-Minute-Gegentreffer. In Paderborn auch Spiel dominiert, ohne fette Chancen, aber eben auch noch so ein bisschen, schon ein bisschen Euphorie mitgenommen, vielleicht Last-Minute-Punch mitgenommen eben. Aber halt wirklich überhaupt nicht. Null. Null mitgenommen ist in das Minute-Sieg in Paderborn. Und ja, ich hoffe mal, dass es da auch mal auf seine Art und Weise, also das Statement für den Club beim VfB, das Statement zum Spiel war relativ langweilig, aber dann vielleicht intern oder auf der Pressekonferenz, wie auch immer. Ich hoffe, dass da Labbadia wirklich auch mal auf seine Art und Weise, die er hat eigentlich ja auch, ein bisschen mal den Rauch reinlässt. Weil so kannst du nicht auftreten. Das war uninspiriert, das war ja, not up for it. Not up for it heute. Überhaupt nicht da gewesen, um eben offensiv irgendwas geschissen zu bekommen. So gewinnst du gegen Bremen zu Hause nicht. Und so steckst du halt weiter unten drin und musst halt weiterhin darauf hoffen, dass du halt irgendwann mal auch mal gewinnst. Dann natürlich am besten auch mal wieder auswärts. Aber nächste Woche Freiburg, boah, holst du auswärts was. Unwahrscheinlicher. Und dazu eben halt, ne, hoffen, dass Hertha unten weiter nichts holt, Schalke weiter nichts holt. Weil sonst wird's echt, echt eng. Das war heute ein Schritt nach hinten, ein Schritt zurück leider. Sehr enttäuschend gewesen. Trotzdem hoffentlich hat euch der Vlog ein bisschen Spaß gemacht. Bedanke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.